Hallo, meine lieben kreativen Köpfe. Ja, ich habe es getan. Ich war im Action Shoppen. Yay! Ich freue mich. Ja, wir in Bayern sind ja eigentlich sehr, sehr streng. Also, oder wir leben eigentlich sehr, sehr streng wegen der Corona-Regel, Lockdown und so. Aber als ich heute mit der Kleinen spazieren war, meine übliche Runde, habe ich gesehen, Teddy ist offen und ich so, okay. Da habe ich übrigens auch nur eine Kleinigkeit gekauft. Zeige ich euch gleich. Ich so, okay. Ja. Und dann heißt es, okay, komm, wenn du Zeit hast, dann schaust du heute Abend oder heute Nachmittag in den Action. Ist ja leider ein bisschen weiter weg von mir. Also nicht viel, aber ein bisschen weiter weg. Und nach dem ganzen Hickhack, meine Mädels wissen, was ich damit meine, habe ich das jetzt echt einmal gebraucht. Ja, und ich habe natürlich auch für meine Mädels noch was mitgebracht. Und ja, ich werde definitiv am Donnerstag auch nochmal oder vielleicht hinfahren. Ich bin zwar dort in der Nähe, in dem Gebiet, weiß aber nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Von daher, ja. Aber dennoch habe ich ein paar Sachen mitgebracht, möchte ich euch zeigen. Zuallererst für meine kleine Maus ein Malbuch mit Ostermotiven. Hat sie sich rausgesucht, entschuldigt für das Wackeln. Ja, ich fand sie jetzt auch ganz süß. Also was hat das kostet? 99 Cent. Kassenzettel ist irgendwo da drin. Oh, da sind sogar Sticker bei. Okay. Oh, die sind ja schon süß, ne? Ja, das ist das Richtige für meine Kleine. Da kann sie sich dann austoben. Ich schau mal, ob ich den Kassenzettel dann finde. Den habe ich dann irgendwo hingestopft. Ja, das. Dann. Also es ist ein bisschen durcheinander. Jede Menge Kleber. Jede Menge Kleber. Ich müsste jetzt lügen. 10 Stück? 8 Stück? Irgend sowas um den Dreh rum. 4 Stück wandern an eine andere Freundin. Also die sind schon mal weg. Dann, was haben wir denn noch? Also wie gesagt, es ist nichts sortiert. Ich bin gerade von der Tür reingekommen und habe zu meinem Mann gesagt, pass mal schnell auf die Kleine auf. Ich will, ja, mein Zeug abdrehen, damit ich dann auch von meinen Freundinnen das alles zusammenrechnen kann. Und ja. Auf jeden Fall hat sich eine andere Freundin diese Filzsticker gewünscht mit Einhornmotiven, Blümchen, Sterne. Ja, weiter geht's. Dann habe ich für meine selbige Freundin, ich hätte mir am liebsten auch noch welche mitgenommen, aber waren tatsächlich die letzten beiden. Es war echt doch recht gut besucht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall die letzten zwei Aquarellblöcke. Mal schauen, wenn ich doch noch hinfahren sollte am Donnerstag, ob noch welche da sind, ob ich mir noch auch noch ein, zwei Stück mitnehmen kann. Weil ich finde die gut. Vor allen Dingen für die Nouveau Shimmer Powder Hintergründe sind die top. Ne? Für ATCs. ATC waren. Mal gucken, wenn ich Glück habe. Kriege ich noch zwei vielleicht für mich. Dann für mich ein paar Twinmarker in Grautönen. Eigentlich hauptsächlich nur welcher der CG1. Also ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, mich da durchzuwühlen. Also die hatten gut gefülltes Bastelregal. Also es war schon gut gefüllt. Aber mir waren da einfach zu viele Leute. Ich habe dann gesagt, nee, komm, du nimmst jetzt das Offensichtliche. Ich habe zwar schon ein bisschen dazwischen geguckt und so, aber ich habe mir das dann nicht angetan, weil die sind ja echt manche Leute, ja. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Auf jeden Fall Twinmarker geht bei mir immer. Dann, was ich neu gefunden habe, ich schaue dann gleich mal, ob ich den Kassenzettel finde. Hier ist so Do-it-yourself Giftboxen, da habe ich mir jetzt ein paar mitgenommen. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Gucken wir doch mal rein. Okay, hier haben wir Sticker. Ich hoffe, man sieht alles. Noch mehr Sticker. Da haben wir so Tags. Oh, die ist ja süß. Cat Coffee. Noch ein paar Tags. Und dann sind es hier die Boxen. Ah ja, okay, da sieht man das. Das wird hier das. Das ist so eine Schachtel. Was wird denn das?
Entschuldigt, wenn ich wackeln sollte. Das wird hier so eine Art Heft. Dann Mama. Oh, ja, das wird so ein... So eine Tüte, sage ich jetzt mal, so eine Eistüte. Das wird ein Bonbon. Ein Bonbon vor allem. Das ist ein Häuschen. Auch zuckersüß. Oh, die ist ja putzelig, die Miezekatze. Das wird hier so eine Box und so eine Keksbox wahrscheinlich. Da könnte man dann Kekse reintun. Und die dann, ja, verschenken. Und derjenige macht sich dann den Bauch von der Katze raus. Ich hoffe, man sieht es. Und dann, ja, kann der Beschenkte die Kekse da so rausziehen. Dann haben wir hier so eine Art Milchtüte. Was haben wir hier? Das ist so eine lange, so eine lange Box. Die ist so breit. Wie breit ist denn das? Muss ich mal messen. Ja, so 4,2 cm ist die breit. Ja, dann so eine lange Pillowbox. Und hier so eine, ja, so eine Tüte. Ja, aber fand ich ganz süß. Vor allem allein schon wegen der Miezekatze. Ich schau mal, ob ich echt den Kassenzettel finde. Irgendwo in den Tiefen der Tasche ist der schon irgendwo. Ja, ich habe ihn gefunden. Da haben wir nochmal einen Kleber. Was haben wir denn? Geschenkboxen, verschiedene Varianten. 1,29 Euro. Also die hier kosten 1,29 Euro. Ja, das wisst ihr ja, 99 Cent. Was haben die Filzsticker gekostet? Also der ist nicht klein, der Zettel. Was haben denn die Filzsticker gekostet? Schneide, Varianten, Schnittblumen, Bastelblumen. Aquarellblock hat gekostet 1,76 Euro. Der Alleskleber hat gekostet 85 Cent. Die Filzaufkleber haben jeweils 75 Cent gekostet. So. Dann machen wir mal mit den Blöcken weiter. Ja, dann gab es die Variante noch. Ich habe natürlich alles zweimal mitgenommen. Ich habe auch nicht groß reingeguckt, tatsächlich. Aber ja, ich habe mal alles zweimal mitgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass die nicht so üppig sind. Da haben wir das Sticker, ist so eher Vintage. Text auch wunderschön. Das gefällt mir echt super. Und ja, ich glaube, die Boxen ähneln sich alle, bloß dass die Farben, ja, ne, hat man gerade schon, dass die Farben anders sind. Ja, da haben wir wieder so eine Tüte. Das ist cool. Von Design her. Okay, das ist cool. Das ist neu. Sehr cool. So ein Milchkarton. So eine lange Tüte. Eine Pillowbox. Oh, ist die hübsch. Schaut mal, wie hübsch das ausschaut. Und wieder so eine Tüte. Davon müsste ich auch zwei Stück haben. Ist das das hier? Ja. Dann das Ganze noch einmal in, ja, ich sag mal gelb. Tips and Ideas. Graft Armison. Armison Gifts. Ich hasse ja, mein Englisch ist ja grauenvoll, ich weiß. So, da haben wir auch wieder Sticker. Schauen ein bisschen aus wie so Luftballons. So, ein bisschen auf niedlich gemacht. Eis, auch eine tolle Idee als Tag. Oh ja, die sind echt süß. Oh, der ist ja echt knuffelig, ne? Was haben wir da? Ach, ein Partyhut. Okay. Den setze ich ja mal meiner Kleinen vielleicht irgendwann auf. Da haben wir wieder so einen Flaschenträger. Ich glaube aber nicht, dass da... Naja, vielleicht kleine Glas... Also Teelichtgläser oder sowas vielleicht. Oder Marmeladengläser passen da vielleicht rein, weil... Ich glaube nicht, dass das Gewicht hält. Da haben wir ein Tortenstück. Und da haben wir wieder so eine lange Pillowbox. Die ist auch cool. Ja, und da ist die, übrigens die Karte gleich mit dabei. Also so groß ist dann...
Kann ich mal ausmessen. 19, ne, nicht ganz. 8,5 mal 13,5 circa. Das ist so eine Karte groß. Oh ja, das ist schon recht groß. Ja, die gelbe Variante. Und dann, so habe ich ja mal die lila Variante. Die fand ich auch sehr süß mit so Kekse vorne drauf. Nur das Stickerlis. Oh ja, könnte ich dann Kekse rankommen, ne? Ja, mit Schürze hier. Haben auch wieder so Eis. Ja, also es kommt doch schon sehr an Küchending ran. Da haben wir wieder so eine Box. Oh, eine Pizza-Box. Sehr cool. Wobei ja eine Pizza-Box nicht schwer zu machen ist an sich. Ja, wieder so eine Tüte. Ein Bonbon. Wieder so eine Milch, so ein Milchkarton. Wieder so eins. Ja, noch ein Milchkarton mit Keksen. Dann, oh, eine Popcorn-Dingsbumsen. Also ein Popcorn-Box, sag ich jetzt mal. Wieder eine Pillow-Box. Das schaut ja auch cool aus, ne? Ja, und hier so eine. Ja, das waren die. Da kommt noch ein Kleber zum Vorschein. Schauen wir, dass ich alle finde. Das sind die anderen Filzsticker, das sind Luftballons. Da gab es auch noch Herzen und Bonbons, glaube ich. Herzen und Bonbons, aber sie wollte nur die 4 Stück. Ja, es gibt neue Blümchen und da kann ich ja nicht dran vorbeigehen. Ich habe mir von jeder Sorte 2 mitgenommen und von meiner Freundin, glaube ich, jeweils 1. Müsst ihr da mal gucken. Also da gibt es eine grüne Variante und die sind ja auch wieder mal mega hübsch. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal welche holen. Also eine grüne Variante. Dann eine graue Variante. Dann ja, rosa Variante. Ja, die 3 Varianten habe ich gefunden. Haben gekostet. Lasst mich gucken. Ihr habt gesehen, wie groß der ist. Bastelblumenmix. 79 Cent. 1. So. Dann für meine Freundin habe ich ja diese 2 Papierblöcke mitgebracht. Ich mache die jetzt nicht auf. Ich verlinke euch den Kanal. Weil sie wird dann nochmal separaten Haul machen. Sie wird es dann selber aufmachen, denke ich. Ja, aber die 2 Blöcke wollte sie haben. Gab es auch noch viele mehr. Ich glaube, 99 Cent hat da einer gekostet. Lass mich mal gucken. Wo sind wir denn? Alles Kleber, Filzaufkleber, Präge, Form, Bastelblumen. Verschiedene Filzaufkleber, Twinmarker, Designblock, Osterspielbuch mit Stickern hat 89 Cent gekostet. Ich finde jetzt gerade nicht, aber ich glaube 99 Cent haben die gekostet. Müsst ihr dann mal genauer gucken, weil ich schreibe ja dann die Rechnung für sie. Ja, die. Ein paar Vellum-Blöcke, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Die haben mich so schön farbenfroh angelächelt. Ich habe noch ein 3. Set gesehen, aber habe ich gesagt, nee, komm. Das gefällt dir nicht so, brauchst du nicht, kaufst du nicht. Ja, 1,59 hat eins gekostet, habe ich gerade gesehen auf dem Ding. Und ja, da sind verschiedene Vellum-Blätter drin. Finde ich sehr cool.
Das finde ich hübsch. Oh, das mit dem Eis, das ist ja auch richtig cool. Ne, das ist so. Ich finde es cool, dass da so also Unifarben dabei ist. Und ja, so bunte. Finde ich sehr cool. Also das sind total meine Farben, total schön bunt und oh. Ach, ich bin so froh, dass ich die bekommen habe. Ich habe zuerst nur den hier gefunden. Der war irgendwo in dem Regal, irgendwo dazwischen. Und also auch oh, schade. Oh, wenn das so ein grünes mit Karo-Kästchen, aber ist halt schade, okay. Aber zumindest hast du den. Ne? Dann haben wir blau. Und dann habe ich die tatsächlich noch die anderen gefunden. Weil, wie gesagt, das Regal war überfüllt. Überfüllt. Und die haben es. Die Verkäuferinnen haben das irgendwo alle reingequetscht. Ich hatte übrigens gelacht, weil meine Kleine so viel Spaß hatte, weil sie die ganze Zeit den Kleber runtergeschmissen hat. Aus dem Wagen raus. Einmal türkis. Oh, schaut mal, wie schön. Oh, I'm so happy. Das ist nicht so meins, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber der andere, total mein Block. Weiß. Dann so blau. Uniform in hellblau. Und so Blümelein in hellblau. Also wunderschön. Wunderschön. Mal schauen, vielleicht kriege ich noch einmal die Stempelhilfe, weil die wäre optimal für die ganzen ATCs jetzt aktuell. So. Und die neuen Stanzen. Yay! Da muss ich mich dann auch ausklamüstern, weil die kosten preislich ein bisschen anders da. Ich glaube 3,29 Euro. Oder kosten die alle 3,29 Euro? Müsste ich ja mal gucken. Scheint so, dass die alle 3,29 Euro kosten. Ja, auf jeden Fall habe ich alle für meine Freundin mitgebracht, die ich gefunden habe. Einmal, ja, hier diese. Da kann man so eine Karte machen oder halt so machen. Dann die hier. Schaut dann so aus. Und die hier. Schaut dann so aus. Oh, da hätten wir jetzt ein bisschen größer. Das waren die. Dann die hier. Na, die fand ich auch ganz, finde ich eigentlich auch ganz neckisch. Was für ein Wort. Ich glaube, wenn ich nochmal hinkommen sollte, nehme ich mir die auch mit. Ja, dann hier so eine Tagstanze. Dann zweimal die. Einmal tatsächlich für mich. Einmal tatsächlich für mich. Ich sehe gerade. Was steht denn da? Partnership by Design. Okay. Love to craft, ja, aber das ist neu. Ja, also zweimal die, einmal für mich, einmal für meine Freundin. Dann, ja, die hier. Und die hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein Leibniz-Keks, oder? So, das war die. Und die Blumen. Ich weiß gar nicht, ob das alles sind. Keine Ahnung. Ich habe jetzt aber nur die verschiedenen mitgenommen, die ich also so gefunden habe. Einmal so eine Rose. Ich habe keine Ahnung, wie die Agantenblumen hier heißen, ne? Das sind Margeriten. Und wenn, entsteinigt mich. Ich habe echt keine Ahnung, wie die alle heißen, diese Agantenblumen. Dann hier so ein Grünzeugs. Die hier und die hier. Ja, das waren alle Stanzen. Und dem Teddy ganz unspektakulär einen Kontoauszug-Ordner für 1 Euro. Ganz unspektakulär. Aber mehr habe ich im Teddy gar nicht gebraucht. Haben zwar alles an Osterzeug aufgebaut, aber nee, man muss ja nicht übertreiben. Ich habe es ja im Action übertreiben lassen, ne? Man sieht es ja. Ja.
das war's. Ich freue mich so. Ich gehe jetzt mal zusammenrechnen. Und irgendwie fehlt aber tatsächlich noch Teile. Entweder sind die im Auto rausgefallen oder so. Naja. Auf jeden Fall, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wir sehen uns. Bis dahin sage ich bye bye. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund.